Die Minions kehren zurück in Ich einfach unverbesserlich 3. Wie konnten Sie es zulassen, dass Balthasar Brett entkommt? Dafür fliegen Sie raus! Mit dem kann man ganz doll kuscheln. Agnes, was machst du da? Naja, du hast doch keinen Job mehr und da wollte ich dir helfen. Ah. Verzeihen Sie bitte. Ah. Hey, könnten Sie kurz... Oh, aber natürlich. Gut, wie ich soeben sagen wollte, hat... Auf Wiedersehen! Au, ich muss mich wirklich ganz dringend mit Ihnen unterhalten im Auftrag Ihres Zwillingsbruders Tru. Was? Zwillingsbruder? Zwillingsbruder? Big Bruder? Ich lerne meinen Bruder kennen, ich kann's kaum erwarten. Bruder! What's the difference between me? Ja, ist er nicht einfach zum Liebhaben? Seht ihn euch an. Oh, aber mit Haaren wärst du noch besser. Seht euch mal sein Gesicht an. Oh, er ist so wütend. What's the difference? Deine Villa ist der Wahnsinn. Geht schon, ich mach mir nicht so viel aus Dingen. What's the difference between me and you? Oh, seien wir ehrlich, Gru, das Schurkentum liegt dir im Blut. Sei Grug und Bubs. Bist du bereit, die Familientradition fortzuführen? Mit mir? Nein, dieses Leben habe ich hinter mir. Und nur ein Ding. What's the difference between me and you? We talk a good wine, but you don't do what you're supposed to do. I don't want to feel we'll never get with him. Gehen wir rein! You used to live in big doors, there was straight coats. Ich werde aufgespießt! Nichts passiert! What's the difference between me and you? Nein, 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 das heißt auf gar keinen Fall, dass wir wieder Schurken werden. Luca! Bueno? Ja, ja! Pinyuf! Bueno? Ja! Pinyuf! Bueno? Ja! Pinyuf! Nur ein Pinyuf! Der dritte Teil der Ich-Einfach-Unverbesserlich-Reihe kommt dieses Jahr in die Kinos. Der Film ist dabei ein Familien-Sommerkinofilm. Für die Kinder ein Riesenspaß, da man am altbewährten Konzept nicht viel verändert hat. Für die Erwachsenen ist auch immer mal wieder was zum Schmunzeln dabei, wenn auch an anderen Stellen als für die Kinder. Positiv fand ich, dass die Minions zwar viel, aber nicht zu viel vertreten waren. Durch die vielen kleinen Handlungsstränge, die aber alle auf ein einziges Ziel hinauslaufen, ist der Film trotz seiner 90 Minuten sehr kurzweilig und unterhaltend. Was für einen Comedy-Film natürlich auch das Wichtigste ist. Auch durch die Musik wird bei den Erwachsenen viel an Emotionen hervorgerufen. Wer die Vorgängerfilme mochte, wird diesen Film auch mögen. Eine hohe Dichte an Gags ist garantiert. Sommerkino für einen Abend, an dem es zu heiß ist, oder für die Tage, an denen es regnet. 7,5 von 10 möglichen Minions bekommt daher Ich einfach unverbesserlich 3. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie in die Kommentare auf Facebook und YouTube. Ich einfach unverbesserlich 3 startet ab dem 6. Juli in den deutschen und Schweizer Kinos im Verleih von Universal und ist für alle freigegeben.